Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele als Überlebender. Ja, und ich spiele auf zuschauenden Wunsch mit den Perks Eiserner Wille, Flink, Hoffnung und Schnell und Leise. Also ein Perkbild, mit dem ich halt Richtung Stealth was dabei habe, mit Schnell und Leise und Eiserner Wille. Ich habe einen Erschöpfungsperk dabei, was ganz gut ist und gut auch mit Schnell und Leise synergiert, nämlich Flink. Und dazu noch was fürs Endgame, nämlich die Hoffnung. Okay, wir spielen gegen den Todesbote, der hat seinen ersten Schuss schon abgesetzt. Okay, ich habe übrigens eine Archivaufgabe, die ich schaffen muss, die Runde. Und zwar muss ich insgesamt 5-mal über entweder Paletten oder über Fenster hüpfen. Und zwar während ich halt mit Flink spiele. Also Flink muss nicht aktiv sein, ich muss es einfach machen, während ich das Perk dabei habe. Das heißt, mal schauen. Ist gar nicht so einfach, wenn man Archivaufgaben machen möchte, dann auch sozusagen den passenden zuschauenden Wunsch zu finden, wenn man aufnimmt. Damit man das halt auch irgendwie nebenbei auch nochmal mitmachen kann. So, zack, den haben wir. Ich glaube, in der Situation wäre es vielleicht schlauer gewesen, einfach das hier, dass ich einen eigenen Gen sucht. Aber ich dachte mir, hey, komm, die Cheryl guckt so lieb. Mit der arbeitest du mal gemeinsam. Jetzt trennen sich aber unsere Wege. Ich repariere mal den hier mit der anderen Fang. Das einzig Blöde ist, wir haben dann halt in dem Teil der Map halt richtig viel repariert, aber da drüben halt nicht. Andererseits, da drüben ist auch gerade noch korrupte Invention am Werk und verblockt die Hälfte der Generatoren. Heißt, es ist gar nicht so schlimm, wenn wir jetzt hier unten durchziehen. Also ich werde jetzt noch ein Stück mitarbeiten, wobei mein Pöppel ist nicht so auf Retten ausgelegt. Na, ich versuch's mal. Ich meine, ich bin ja durch den Perkbild ein bisschen stealthy. Und kann da vielleicht hinkommen. Ohne entdeckt zu werden. Das war knapp. Der hat mich zum Glück nicht gesehen. Ohuhu. Wie nah der auch war. Naja. So, Hallöchen, Fang. Okay, ich heile sie auch direkt. Bräuchten hier am besten auch direkt noch einen Generator, dann können wir nämlich auf der Seite der Map anfangen zu arbeiten. Vielleicht ist im Haus was. Todesbude ist dorthin gegangen, wo ich auch gerade war und hat die andere Fang geschlagen. Heißt, Cheryl ist entweder... Du bist noch nicht voll geheilt. Du bist noch nicht voll geheilt. Okay. Ich denke mal, das weiß sie. Vielleicht spielt sie ja mit Widerstandsfähigkeit. Wahrscheinlich spielt sie mit Widerstandsfähigkeit, will damit den 9% Boost mit abgreifen, während sie repariert. Und sollte der Todesbote kommen, heilt sie sich einfach mal schnell voll und hat damit dann gar keine Probleme mehr. Beziehungsweise hat dadurch halt nur den Vorteil und halt nicht den Nachteil, die ganze Zeit verletzt zu sein, ne? Also ich denke mal, dass das so Fangs Idee ist hier. So, wir müssen jetzt hier versuchen, den Gen durchzuziehen. Okay. Dadurch, dass Feng halt ja auch 10-mal durch das ganze Zeug gehüpft ist. Mist, das hast du gesehen? Das zählt nicht, Todesbote. Ich war so gut versteckt. Er tritt gegen den Gen. Funken fliegen, das sehe ich sogar hier. Durch die Tür durch. Heißt, er hat wahrscheinlich Pop dabei. Dank Eisener Wille. Mache ich keinen Laut. Die am Haken hing, hatte auch schön Verwandt dabei, auch sehr gut. Und ihr seht, die andere Fang, die hatte sich voll geheilt. Wurde jetzt erst wieder verletzt. Ja, und wird schon wieder geschnappt. Ne? Das Blöde ist halt, ich will halt jetzt 5-mal noch über irgendwas drüber huppen, während ich gejagt werde. Das ist aber gar nicht so einfach. Gerade gegen einen Killer, der mich abknallen kann. Ich habe hier jetzt extra mal ein bisschen länger repariert, um mich als Ziel vorzugeben. Er hat meinen Gen beschädigt und geht auf jemanden anderen. Übrigens, das fand ich eigentlich ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte. Wenn der Todesbote schießt, dann fliegen die Raben in der Nähe auf. Ich weiß, es ist halt eigentlich logisch, ne? Das Schussgeräusch super laut, ne? Ist ja klar, aber irgendwie ist cool, dass da die Devs dran gedacht haben, ne? Dass wenn der Todesbote abballert, dann krächzt ein Raben, ne?
Die mögen das nämlich nicht. Oh, falscher. Na gut, die kannst du mitnehmen. Bei der anderen wäre ich dazwischen gegangen. Ich hätte sie jetzt gerade eh nicht so gut geblockt. Okay, durch eisernen Willen. Kann ich mich vielleicht hier hinten verstecken? Er hat keine Ahnung, dass ich hier bin und dann könnte ich vielleicht sogar retten gehen. Boah, der erwischt doch garantiert gleich wieder die Fang dort, ne? Er wollte jetzt halt vor allem wieder mit Pop gegen den Generator treten, der geht aber noch zurück. Hau ab, Todesbote. Ach komm, ich gehe jetzt rein und rette. Ich meine, ich kann nochmal hängen. Das ist alles kein Problem. Lauf in die Richtung, ja. Irgendwo ist der? Ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade... Okay, dort hinten ist er. Ob wir jetzt gerade reparieren sollten oder lieber versuchen sollten, irgendwie zu heilen. Ich glaube, reparieren schadet jetzt nicht. Aber geheilt wäre natürlich auch besser, gerade wenn ich die Fang heilen würde. Okay, er hat dort hinten Cheryl erwischt. Der wird doch garantiert dann hierher kommen und den Generator wieder mit Pop zurücktreten. Hätten wir uns vielleicht mal lieber geheilt. Ja, könnte eng werden. Die Fang haut ab. Okay, der ist irgendwie einen ganz anderen Weg. Okay, und hat die erwischt. Der ist irgendwie nach dort hinten, der ist irgendwie einen ganz komischen Weg gegangen. Boah, jetzt bereue ich es halt, dass ich die nicht geheilt habe. Hm. Ja, es war dumm, ich weiß. Aber Fang hat halt auch nicht gesagt, los Felix, heil mich. Bin nicht nur ich hier, ja. Hast du irgendwas Schönes gehabt, Fang? Irgendwas, was ich klauen kann? Oh, eine Karte, okay. Okay. Können wir benutzen, sehen wir Sachen. Ist eine super Karte. Sogar mit Stempel. Der Stempel sorgt dafür, dass der Radius der Karte größer ist. Und noch so ein gelbes Elixier. Ich habe gerade aber keine Ahnung, was dieses gelbe Elixier macht. Vielleicht, dass man die Karte länger benutzen kann. Das könnte sein. So, Todesbude jagt die andere Fang. Boah, die haben den Gen dort hinten nicht geschafft. Oh. Der ist ja bestimmt hin und hat dort jetzt auch wieder Pop draufgehauen. Pop ist für den Todesbude echt gerade die Runde richtig, richtig nice, richtig gutes Perk. Okay, so, den ziehen wir durch und dann mache ich den Fehler nicht nochmal und heile dich. Du willst... Okay, die will vielleicht auch verletzt bleiben. Aber es ist halt besser, man macht ja auch mal einen Reset, ne? Also, dass man sich halt mal heilt. Das hätte man halt vorhin mit der Fang machen sollen. Na, egal. Beim nächsten Mal sind wir vielleicht schlauer. Ne, ist ja auch, ist immer ein Learning, ne? Ich war mir halt in der Situation unsicher, ob wir jetzt lieber durchziehen sollten. Solange dort unten halt beschäftigt wird, aber das war halt letzten Endes die falsche Entscheidung. So, Fang wird irgendwo gejagt. Ich sollte eigentlich mal versuchen, dazwischen zu gehen. Geht nur leider nicht. Der Gen ist noch auf 0. Wie sieht das aus mit den Gens? Dort einer und dort ganz hinten ist auch noch einer. Okay, die Gens sind zum Glück gut aufgeteilt. So, ich versuche einfach mal, obwohl ich weiß, dass hier oben zwei sind, vielleicht geht der Todesbote gerade nach dort unten und guckt dort mal. Also wir haben zumindest die Gens gut aufgeteilt. Wenn wir hier oben halt zwei haben, dort hinten einen. Zum Glück habe ich auch die Karte gefunden. Aber gut, das würde ja an der Situation nichts ändern. Egal. Oh, es ist halt blöd, dass jetzt auch schon zwei Leute tot sind. Naja, hat der Todesbruder halt auch einfach gut gemacht, ne? Und ich höre Schüsse, heißt der jagt gerade die Cheryl. Heißt, ich habe mit etwas Glück, etwas Zeit, um hier den Gen durchzuziehen, um halt
Vielleicht, selbst wenn Cheryl Adrenalin hätte, würde sie halt nur ihre tiefe Wunden heilen. Ich zieh mal den Gen durch. Ich hoffe, die Cheryl hält noch ein bisschen durch. So, dass ich dann vielleicht auch zu einem Tor kommen kann, falls er keinen Ausweg hat. Oh, das ist blöd. Beide Tore. Ich muss halt für beide so weit laufen, ne? Begebe mich hier unten in ein Gebiet, von dem ich denke, dass hier unten vielleicht die Cheryl ist. Vielleicht hat der Todesbote Nowhead. Ich werde mal ganz kurz das Tor antippen. Nee, okay. Ich hätte jetzt einfach geguckt, falls der keinen Ausweg hat, wäre das zumindest schon mal raus. War eigentlich ziemlich dumm, weil der hätte halt die Cheryl locker auch abwerfen können. Und dann hätte ich den Salat gehabt. Todesbote, komm da raus. Ist der schon raus? Ist der schon raus? Mir ist gar nicht aufgefallen, dass der rausgegangen ist. Willst du wirklich vorlaufen? Du weißt, ich habe kein Ding. Okay, einmal durch. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Okay. Fünf Hüpfe habe ich geschafft. Mit, während ich mit Flink spiele. Jetzt habe ich es aber genutzt. Und werde dafür jetzt auch sterben. Verdammt. Oder nicht? Oder doch? Ich hätte leben können, wäre ich jetzt einfach weitergelaufen, weg vom Tor. Der Herzschlag wurde halt leiser. Sie hat unwirksam. Okay. Dann versuche ich jetzt einfach weiter abzuhauen. So, ich hüpfe sicherheitshalber nochmal drüber. Wer fiel direkt um? Yep, zum Glück daneben geschossen. Damit hast du keine Kugel. Hier rüber nochmal hüpfen. Okay, perfekt. Daneben geschossen. Denkt sich der Todesbruder auch gerade. Wenn er jetzt halt nicht... Na, verdammt, der schafft es, glaube ich, auch so. Hart im Nehmen. Wäre jetzt was Feines. Okay. Ah, sie hätte mich heilen können, heilen sollen. Dann hätte er sie schlagen müssen. Ja, dort hinten ist der Haken, das schafft sie nicht. Okay, schade. Na gut. Cheryl, ade. Flieh. Ich habe immerhin meine Challenge geschafft. Wobei, wenn du mir noch mal eine Sekunde gibst, kann ich vielleicht sogar vom Haken hüpfen. Vor allem der steht dort und zielt. Der will hier nichts anbrennen lassen. Naja, schade. Trotzdem gut gespielt. Gute Runde. War jetzt zum Ende halt richtig knapp. Aber gut, ich glaube, wir hätten es geschafft, aber du steckst halt da auch nicht drin. Vielleicht wollte Cheryl mich heilen, aber weil ich halt gekrochen bin, konnte sie nicht. Vielleicht lag es auch daran. Vielleicht habe ich auch den Fehler gemacht, wer weiß. Naja, war halt knapp. Aber wir haben die Aufgabe geschafft. 5-mal in einer Jagd über Paletten oder Fenster hüpfen. Good game. Gute Runde. So, Pip haben wir gemacht und das waren Killer und Überlebende. Barbecue, Pop. Ja, Pop war wirklich richtig gut, die Runde. Beobachten und Zuschlagen, korrupte Intervention. Korrupte Intervention, war vielleicht für den ersten Down ganz gut. Aber wir sind halt dann schnell auf die andere Seite der Map gekommen, haben dort repariert, wie blöde. Naja, na gut. Und er hätte mich sogar jetzt nochmal schön murien können. Schade. Na gut. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.